Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog, nachdem der letzte, den ich jetzt gerade hochlade, bisschen untypisch, unstrukturiert und bröckelig war, dachte ich mir, ich starte gleich mit neuer Motivation in den nächsten Vlog. Ich bin nämlich gerade dabei, alles für den Riders Deal, Riders Choice Modeltag noch vorzubereiten, was noch zu machen ist. Und bin gerade dabei, die Halle auszuräumen. Sprünge an sich sind schon weg. Die Ständer muss ich gleich noch mit Sina einmal über die Bande tragen. Die sind mir nämlich so zu schwer und zu sperrig, besser gesagt, darüber zu hieven. Das kriege ich gleich hin, dafür bin ich zu klein. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Bande einmal abzufegen. Aber erstmal wünsche ich euch viel Spaß. Das Deprimierende ist, auf dem Zeitraffer sieht man nicht wirklich was. Aber das hier habe ich alles schon gemacht. Wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich schon einen deutlichen Unterschied zu da. Also da ist die Grenze, da ist abgekehrt und da nicht. Also so sieht man es schon ziemlich deutlich, finde ich. Ich wollte eigentlich auch die ganze Bande noch abgewischt haben. Also das habe ich jetzt heute definitiv nicht geschafft. Das ist aber auch nicht schlimm. Das macht, glaube ich, so schon sehr viel aus. Und wir müssen mal kurz unseren Boden appreciaten. Das ist der Wahnsinn. Also wir sind gerade 3 Tage Lehrgang, 4 Einheiten mit jeweils 12 Pferden drüber gelaufen. Und heute war Parcoursspringen und man sieht nichts davon. Wir haben auch zwischendurch natürlich nach jeder Einheit geschleppt, aber nicht gesprengt oder so, sondern die Feuchtigkeit haben wir vorher schon gut reingebracht, sodass es einfach mehr als perfekt ist. Und ich glaube, einen besseren Slogan an der Wand hätte Stresan da gar nicht hinbauen können, weil das ist wirklich eine absolute Freude. Also ich muss sagen, jetzt gerade ist ein Punkt, da bin ich echt durch. Hatte ich lange nicht. Ich bin gerade echt ganz schön K.O. Ich hatte bis um 12 Lehrgang, also 3 Tage Lehrgang, gestern hier mit 2 Einheiten. Also da richtig durchgepowert und dann ging das auch immer, geht immer abends ganz schön lang, wenn man dann zusammensitzt, ist immer total schön, aber ja, halt auch anstrengend, muss man auch sagen. Dann haben wir noch Springtraining mit Lea und Freya gemacht, dann habe ich schnell den Vlog geschnitten, der eigentlich hier gerade hochlädt, weil hier unser WLAN steht, weil dann ist es nämlich im ganzen Haus verteilt, aber mein Akku ist leer. Das heißt, ich muss den Laptop nicht mehr mit runternehmen. Aber das Video musste fast fertig sein. Ich mache nicht fertig, das Internet gerade. Naja, da habe ich das schnell gemacht. Dann habe ich angefangen, deswegen bin ich auch gerade hier oben, habe noch gerade alles fertig gemacht für Riders Deal und das ganze Team, die Gästezimmer zu beziehen. 4-mal. 1, 2, 3, 4. Ja. 4-mal, einmal waschen fertig, die ganze Wäsche davon zu waschen, alles neu zu beziehen, sauber zu machen und so weiter. Ja, dann war das fertig. Dann kam zwischendurch ein neues Pferd, was alles ankommen musste. Und dann habe ich die Bande, hatte ich euch ja gezeigt, alles noch abgestaubt, Parcours weggeräumt, die Tribüne nochmal abgekehrt und zwischendurch Pferdewäsche weggeräumt und nochmal neu gewaschen und jetzt ist echt gerade ein Punkt, wo ich sage, ich würde gerne einfach ins Bett fallen, aber geht noch nicht. Ich werde aber dann gleich, wenn wir gegessen haben, einmal wenigstens duschen, durchatmen und nachher kommt hier noch das Rider Steel Team und dann werden wir uns einfach nochmal kurz zusammensetzen, morgen nochmal ein bisschen durchsprechen und planen und dann geht's relativ früh ins Bett, hoffe ich. Mal gucken, denn es geht sehr früh raus. Also ich denke mal so um 6 aufstehen, das ist für mich schon sehr, sehr früh. Also jetzt bitte nicht sagen, ah, ich mache das jeden Tag. Das ist überhaupt nicht meine Uhrzeit, das wisst ihr. Ich bin eine Nachteule und kann super lange arbeiten, aber ich kann nicht früh aufstehen. Naja, also schnappe ich mir jetzt erstmal schnell meinen Laptop und versuche dieses Video hochzuladen. Das regt mich auf. Ein wunderschöner Morgen bahnt sich hier gerade an, aber ein ganz schön kalter.
Also von sommerlichen, frühlingshaften Temperaturen sind wir gerade weit entfernt. Aber finde ich, es liegt kein Schnee. Wir haben gefrühstückt und schon mal so ein bisschen Location-Scouting gemacht, einmal alles gezeigt. Hier wird auch noch gefrühstückt und dann geht es gleich raus für die Pferde. Dann wird hier der Stall noch fertig gemacht, gemistet ist schon mal. Und dann geht es gleich los. Die ersten Models kommen jetzt gerade schon. Toni ist auch schon da, die ist nämlich auch als Model dabei, richtig cool. Und dann bin ich mal gespannt, dann hole ich schon mal die ersten Ponys rein. Wir fangen nämlich mit den Chatties an zu shooten. Das Wetter macht zum Glück auch noch gut mit. Wir hätten in 2-3 Wochen richtig schön die Apfel- und Kirschblüte hier gehabt, aber es war jetzt eben auch terminlich so besser, alles zu vereinbaren für Rider Steel. Deswegen, weil es halt auch um diese, um auch so Regenjacken und Steppjacken und sowas geht, ist es gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht super krasses Frühlingswetter ist. Es wäre irgendwie auch unauthentisch. Hallo, hallo, werde ich hier schon angebrummelt? Ich schnapp mir jetzt mal dich zum Beispiel und die beiden anderen Kleinen sind, glaube ich, draußen, da hinten versteckt. Mit denen fangen wir nämlich jetzt an. Hallo. Und während die Models sich alle umziehen, mache ich schon mal die Pferde bereit. Und die beiden Oldies dürfen auch mit vor die Kamera. Katja und Peterle. Bin ja mal gespannt, wie die beiden das machen. Aber die süßesten seid ihr Kleinen hier schon mal. Inzwischen zeigt sich sogar die Sonne ein bisschen. Und die drei Superstars warten jetzt hier. Na, ihr Spazis, dass ihr nochmal so einen Auftritt haben werdet, hättet ihr euch auch nicht träumen lassen, ne? Es gibt gleich noch ordentliche Chatty-Halfter von Riders Choice für euch. Die dürft ihr auch bestimmt behalten, oder? Ja. Yeah. Und ich fahre jetzt einmal schnell die Trecker weg, weil auch hier das Stroh jetzt gleich einmal als Location genutzt werden soll. Und dann ist hier Platz. Hier sind, glaube ich, schon die ersten Pferde. Dick. Ella steht auch schon bereit. Da draußen sind sie alle fleißig. Oh, nicht traurig! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo! Hallo, hallo! Oh, wie brav alle sind! Du kleine Süßnase! Unser nächstes pferdiges Model ist auch schon sauber, aber ich muss erstmal noch schnell einflechten. Sieht es aber wirklich schick aus. Ich bin gerade noch dabei, die Maschen ranzumachen. Und Katrin ist nicht mehr da. Katrin wird jetzt den Dressurpart übernehmen beim Reiten und ich dann mit Castor. Ah, da ist Katrin. Den Springpart. Also es sieht sehr schick aus, muss man sagen. Als würdet ihr jetzt gleich losreiten auf dem Turnier. Stellst du bitte das Füßchen wieder hin? Kackst du jetzt? Wehe, du kackst dich an. Wehe. Ich sag's dir. Ziel. Ordentlich. Schön, einfach daneben stehen und gucken. Ja. Warte, ich mach's ganz schnell weg.
Wir machen jetzt Castor fertig. Und das beschreibt den heutigen Tag wettertechnisch wirklich am besten. Es ist ein Wechsel zwischen strahlendem Sonnenschein und Weltuntergang. Regen und richtig Schnee. Also es ist ein Abenteuer. Aber es sind richtig tolle Bilder schon entstanden. Und auch Dreamy, der ja erst ein paar Tage da ist und ja jetzt auch noch nicht so viel gemacht hat. Die haben wir den ersten Tag erstmal mehr longiert. Hat das grandios gemeistert, auch wenn er ein bisschen aufgeregt war, hat er sich wirklich schnell gefangen. Hallo? Ist alles wieder leer, alle sind wieder weg. Es hat so gut geklappt alles. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie reibungslos alles funktioniert hat. Wir dachten erst, puh, das ist aber ein straffer Zeitplan, den sie sich da vornehmen. Aber es hat wirklich ganz ohne Stress, einfach nur aus dem Flow heraus alles grandios gut funktioniert. Und auch mit dem Reiten vorhin, mit Katrin und mit mir, mit Castor. Es war wirklich richtig, richtig gut alles gewesen. Und ich glaube, da sind super tolle Sachen entstanden, auch Bilder oder Videos. Bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, wenn ich die dann auch zu sehen bekomme. Aber ich durfte als Einzige die neue von Streuk ein bisschen dreckig gemachte Hose behalten. Das ist die neue High-Performance-Hose. Und ich muss sagen, also ich habe ja viele Rider's Choice-Hosen seit Jahren, gehöre ich ja zum Team und habe dadurch viel auch miterlebt und viele verschiedene Modelle und so weiter. Und der Stoff ist der Hammer. Also es ist so stretchy, wie ihr hier seht, aber trotzdem hat man eben das Gefühl, richtig guten Halt zu haben. Also es ist jetzt nicht zu weich und es gibt aber genau den richtigen Halt. Also es ist wirklich grandios. Die fühlt sich richtig gut an mit zwei
Handytaschen links und rechts. Trotzdem auch nochmal hier Kleintaschen auch oben, was ich immer sehr gut finde. Für Kleinkram, so wie Labello oder für Autoschlüssel oder sonst was. Also, da könnt ihr euch richtig auf was freuen. Also, sie braucht erstmal eine große Kuscheleinheit. Oh. Können wir das? Nein, noch nicht fertig gekuschelt. Das ist Arbeitsverweigerung. Oh, wow, das war ein schöner Schlangenkuss. Kühl, aber sonnig startet der Dienstag. Irgendwie ist ja heute gefühlt Montag, da ja gestern der Tag so außerplanmäßig war. Aber so, wo müssen wir hin? Hier, ich muss selber erstmal hier wieder in die neue Paddock-Ordnung gerade reinkommen, da es ja jetzt ein paar Auszüge und Einzüge gab. Die hübsche Maus ist ja auch vorgestern frisch bei uns eingezogen und wird jetzt erstmal ein bisschen longiert, dass sie ein bisschen ankommen kann, bevor wir uns da draufsetzen. Und für mich geht es jetzt weiter mit Monte. Die neue Stute dreht gerade schon mal ein paar Runden an der Longe und bevor jetzt Fragen kommen oder Aussagen zu Gebiss hier beim Longieren. Es ist ein sehr feuriges Pferd, was gerade eingezogen ist und generell einfach viel Energie mitbringt. Und es ist auch ein bisschen windig, das heißt die Grundvoraussetzungen sind schon mal sehr angespannt. Und deswegen lieber einmal hier zur Sicherheit das Gebiss drin haben. Ihr seht, das ist alles eine ganz weiche Verbindung und nur für den Fall der Fälle, dass sie da eben mal ein bisschen nervös wird, ist da auch das Gebiss die Sicherheit einfach an der Stelle. Und ansonsten ist das eine ganz ruhige Zügelführung, wie man sich das beim Reiten auch wünscht. Also braucht ihr da keine Angst haben, dass da irgendwie im Gebiss rumgezerrt und gezogen wird. Und wir lassen die Pferde dann auch so frei hier einfach erstmal ein bisschen Runden drehen. Also ist jetzt nicht so, dass sie da eben am Gebiss doll ausgebunden werden. Da sind wir überhaupt gar keine Freunde von, sondern die sollen sich ja auch ein bisschen bewegen können. Die dürfen auch mal gucken und so. Aber daher lieber so und die können sich frei so ein bisschen abreagieren und bewegen, anstatt die irgendwie dann zusammengezerrt da ihre Runden laufen müssen. Spätzchen, hä? Die wird richtig Spaß machen. Andersrum soll das jetzt aber auch nicht heißen, dass alle Hilfsmittel, die man zum Longieren verwenden kann, gleich verteufelt werden. Also auch da ist einfach immer die Abwägung zu sehen, was hat das für Nutzen für das Pferd? Hat es überhaupt einen Nutzen für das Pferd? Wie wird es verwendet? Wie wird es verschnallt? Und wie wird es von der Person eben verwendet? Also wie longiert derjenige auch? Also longieren heißt auch nicht einfach, jetzt aufwendig, in der Mitte stehen und das Pferd aus dem Schleudern, sondern da gehört auch viel Sachverstand dazu. Und das ist genauso wie beim Reiten auch immer eine Abwägungssache. Aber ich bin halt gar kein Freund davon, einfach wahllos irgendwie Ausbinder starr reinzuschnallen, um die Pferde einfach nur so hinzustellen. Und dann strampeln die sich da irgendwie einen ab, sondern es geht genauso beim Longieren wie beim Reiten auch um die effektive, losgelassene Gymnastizierung, die wir erarbeiten wollen. Und da können bestimmte Ausbinder in einer bestimmten Verwendung auch sinnvoll sein, aber eben nicht einfach so. Also da genauso wie bei allem anderen auch. Nicht einfach pauschalisiert irgendwie verteufeln, sondern genau differenziert betrachten. Alles hat einen Sinn, es sind alles Hilfsmittel, die richtig angewendet eben auch einen Nutzen haben können. Also da ist ganz viel Sachverstand und Feingefühl gefordert. Die Futterfeen in Vertretung sind da. Vor allem ist es hier ganz schön viel geworden, was so hier steht. Ich war hier lange nicht drin. Ich bin immer nur zum Futterzählen da.
1? Ja, denke doch. Und ich nutze die Zeit gleich einmal im Futterlager. Eigentlich wollte ich nämlich Futter machen, aber die Mädels waren schon allein. Um meine Liste zu aktualisieren, wie viel von jedem Futter noch da ist. Und was ich dann jetzt wieder bestellen muss. Weil das bestelle ich ja immer einmal in einer großen Bestellung. Dass es jetzt nicht immer alles einzeln ist. Dass alles ein bisschen einfacher ist. Für Lumpi testen wir gerade von Rolly to Meat hier dieses Zusatzfutter, was vor allem die Darmtätigkeit unterstützt. Gerade im Fellwechsel hat er ja immer mal mit Kotwasser vermehrt zu tun. Und deswegen muss ich davon jetzt auch einmal mit nachbestellen. Und ihr könnt ja da euch selber entweder hier jetzt direkt immer auf Pause drücken und belesen. Oder ihr schaut selber einmal bei Rolly to Meat vorbei. Also da gibt es einiges an Zusatzfuttermitteln, nicht nur für Pferde, sondern auch für Hund, Katze zum Beispiel. Aber das Tolle daran ist, also Rolly to Meat gibt es ja schon ganz lange. Es war aber immer nur über Kliniken oder Tierärzte verfügbar. Und jetzt ist es eben auch hier auf dem freien Markt erhältlich. Und alles wurde mit Tierärzten und Kliniken konzipiert und entwickelt. Und ist wirklich ein ganz, ganz hochwertiges Zusatzfutter. Heute ist eigentlich gar nicht mein Tag, was die Pferde angeht. Also irgendwie habe ich nur so dumme Pleiten und Pech und Pannen heute gehabt. Monte ist vorhin zum Beispiel einfach nur doof erschrocken, was halt ganz normal ist, kann passieren, aber mir ist so blöd auf den großen Zeh, so wirklich mit vollem Schwung draufgetreten und och, irgendwie, weiß ich nicht, hat halt so ein bisschen der Wurm drin. Ich mache jetzt mit Katrin, deswegen haben wir schon aufgebaut, dann gleich auch als Ochser ein bisschen Training und hier einmal mit Vorstange, dass wir wieder so ein bisschen Sitzschulung machen. Das finde ich immer ganz wichtig zwischendrin. Ich finde es ja, hallo, richtig cool, dass euch das auch auffällt, mir auch. Ich sage sie auch immer ganz oft, hallo. Aber sie ist da sehr kritisch auch mit sich selbst, dass sie sich schon irre viel verbessert hat, von ihrem ganzen Sitz her auch und der Sicherheit, aber das kommt halt nur durch die Routine, das muss man auch immer wieder sagen und deswegen finde ich es halt immer wieder so wichtig, nicht immer nur so ein bisschen im Flussparcours zu springen, das ist auch sehr wichtig, aber heute wollen wir uns eben einmal am Einzelsprung darauf konzentrieren, dass sie sich eben auf ihren Sitz fokussieren kann und Lumpi einfach dadurch locker gymnastiziert wird und dann können wir die Tage noch ein bisschen Parcours springen, also da immer so einen guten Wechsel haben. Also Lumpi scheint auf jeden Fall schon mal hoch motiviert zu sein. Die Katrin auch, habe ich gehört. Und durchgestylt. Zurück am Schreibtisch. Ich bin gerade dabei, die Pferde für die nächsten Monate durchzuplanen. Da muss ich ja immer schauen. Es sind ja immer so relativ grobe Zeiträume geplant, wie die Pferde bei uns sind. Vieles ist auch erstmal offen und dann ergibt sich das ja so, aber trotzdem ein paar Wochen vorher, wie die Pferde dann eben wieder nach Hause gehen. Und da muss ich dann natürlich schauen, wie wir das Ganze dann weiter besetzen. Und dementsprechend haben wir gerade auch ein bisschen telefoniert, was an neuen auch Verkaufspferden teilweise einziehen wird. Die nächsten Tage wahrscheinlich schon, also relativ kurzfristig das Ganze. Mal gucken, wann das dann alles über die Bühne geht. Wird sich die nächsten ein, zwei Tage jetzt, denke ich, in den Termin alles ausmachen und dann, ja, bin ich jetzt hier eben gerade dabei, die Anfragen einmal durchzugehen, die Brit-Anfragen, die immer reinkommen. Da habe ich ja auch eine extra E-Mail-Adresse dafür, dass ich da überall den Überblick behalte für die verschiedenen Bereiche im Unternehmen. Und einiges ist ja dann immer schon so in der groben Planung und da hab ich mir einfach so eine Liste gemacht, so ein Word-Dokument quasi, wo ich dann mir schon mal aufschreibe, okay, jetzt die jetzigen Pferde, auch da so ein bisschen den Blick behalte, was ist da jetzt diesen Monat so ein bisschen der Fokus in der Ausbildung und das sozusagen langfristigere Ziel, wann ziehen die ungefähr aus oder wenn es eben schon jetzt dann relativ kurz vorher einen festen Zeitpunkt gibt, dann eben den Tag und dann gucke ich immer, was dann quasi die Nachfolger werden. Und da bin ich jetzt eben gerade einmal dabei.
um da wieder Ordnung reinzubekommen, genauso wie in die ganzen Kooperationen, die dann immer so ja zum Monatsende einmal aufgearbeitet werden müssen. Da muss ich die Woche auch dringend mich hinsetzen und zwingend das nachzuholen, da auch vom Februar und März jetzt alles wieder ordentlich zu machen. Im Januar hatte ich alles zum Ende des Monats fertig, jetzt noch nicht ganz. Das alles ja auch in Reportings und so, Insights alles festzuhalten, ist immer ziemlich viel Zeitaufwand, den man gerne mal vergisst oder gar nicht weiß, wenn man das ja nur konsumiert, was alles dazugehört. Aber da muss Ordnung reinkommen und dann auch die Aprilplanung ist gerade ganz aktuell. Also viel Kopfarbeit gerade, viel Organisation und dann natürlich auch der Blick für die Turniere, wann welches Pferd irgendwie wie was gehen soll. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Ordnung in alles reinbekommen. Und das, ja, werde ich jetzt noch ein paar Minütchen machen, dann muss ich mich aber einmal umziehen. Alex wollte nämlich gerne essen gehen zum Griechen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Aber es ist so schön, dass es jetzt wieder so, so lange hell ist. Die Zeitumstellung hat uns zwar am Wochenende mit dem Lehrgang ein bisschen überrascht. Wir saßen Samstagabend noch super lange zusammen in der Gaststätte und haben gequatscht. Und dann beim Aufstehen sagte ein Papa so: Ja, denk an die Zeitumstellung, ich gehe jetzt mal ins Bett. Und wir sind aus allen Wolken gefallen, weil wir das gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber haben es am Sonntag alle gut verkraftet. Bei mir kam am Montag dann so ein bisschen der Dämpfer dahinterher oder Sonntagabend ja auch, wo ich dann ganz schön K.O. war. Aber es ist so schön, dass es wieder so lange hell ist. Und der Sommer kommt, der Frühling kommt jetzt erstmal wieder, hoffentlich mit besseren Temperaturen. Die Sonne scheint hier schon mal. Und dann kommt die Outdoor-Saison ganz schnell, wo es einfach alles viel mehr Spaß macht zu reiten auf großen Plätzen und nicht in kleinen, engen Hallen. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt. Und nächste Woche ist auch Reiterzeichen. Ha, das ist ja auch noch für die Mädels. Haben sie sich alles organisiert? Da mussten wir heute alles nochmal so fünfmal hin und her umstrukturieren. Mit der ganzen Orga drumherum, mit Pferden fahren und hin und her, wie alles dann funktioniert. Aber haben jetzt eine Lösung gefunden, wie das alles über die Bühne geht. Und so macht das hoffentlich alles Sinn. Naja, ihr seht, es ist nicht immer alles nur Ponyhof streicheln. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig, auch solche Einblicke mal immer mal wieder zu geben, was eben alles dazu gehört. Also, auch wenn wir, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert. Aber ich hatte unter dem letzten Video mit Alex auch schon viel Feedback von euch bekommen dazu. Wenn man das als eigenes Video aufmacht, ist es zwar, hat man trotzdem Zeit dafür auf der einen Seite, vieles zu besprechen, aber es ist so vielschichtig und vielseitig und alles hat so differenziert zu betrachten, was eben alles dazu gehört. Also auch von dieser ganzen Orga, was einfach super viel Zeit in Anspruch nimmt, kriegt man ja so nicht viel mit. Es ist halt so und dann nimmt man das einfach so hin, aber was halt im Hintergrund alles so damit reinspielt, vergisst man immer schnell. Und vor allem, wenn wie jetzt so die letzten ein, zwei Wochen mit dem ganzen restlichen Stall Umbau mit dem Einzug dort und den Lehrgängen und so ein bisschen Struktur gefehlt hat, tatsächlich, dann bleibt das mal ein paar Tage liegen und dann häuft sich das ganz, ganz, ganz schnell an. Und das merke ich jetzt gerade. Ich habe ja jetzt heute gut Ordnung reinbekommen. Jetzt, weiß ich nicht, in 3 Stunden ungefähr, die ich jetzt dafür Zeit hatte, da gesessen habe. Und dann kann ich wieder ein bisschen beruhigter schlafen. Einmal Reitsachen gegen schickes Ausgeh-Outfit und hohe Schuhe getauscht. Ich weiß noch nicht, was eine gute Idee war, nachdem mir Monte vorhin da draufgestiegen ist. Aber ich sitze hier im Restaurant nur. Dafür halte ich das aus. Gestern Abend beim Thema Management aufgehört. Jetzt beim Mittagessen, beziehungsweise während die Nudeln kochen, sitze ich beim nächsten Management. Und zwar geht es diesmal um die Turniere, wo ich gerade ein bisschen ummanagen muss, sozusagen, oder mir da gerade ein paar verschiedene Alternativen rausschreibe, da alles passend hinzubekommen zwischen höheren Prüfungen und Nachwuchsprüfungen und so weiter, dass das immer alles stimmig und passend ist. Das muss ja alles immer ein bisschen Sinn ergeben mit den verschiedenen Pferden, die auch immer da sind. Aber nützt ja nichts.
Ich war gerade Castor zum Reiten holen. Und schaut mal, wer da schläft. Oh, Bibi. Hallo, mein Kleines. Oh, bleibst du liegen, wenn ich komme, Schatz? Bleibst du liegen? Hi. Oh, du bist aber sehr müde. Du bist ja aber sehr müde, Schatz. Wenn ich eigentlich gerade Bilder von die Lava machen möchte, wäre ich ein bisschen belagert. Hi, mein Kleiner. Alles klar? Ja? Hallo? Hallo? So, mit habe ich dich schon mal zwischengelagert. Ja, hallo? Machen wir was? Ja? Castor war grandios. So, so, so geil zu reiten. Er hat sich jetzt auf jeden Fall verdient, dass es eine extra Portion Mash gibt. Aber vorher gibt es noch was viel Besseres. Die liebe Conny hat nämlich gesagt, dass hier hinten dringend Rasen gemäht werden muss. Unter unseren Apfelbäumchen. Und das machen wir jetzt. Zumindest ein paar Minütchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wunderschön das in 2-3 Wochen wahrscheinlich aussehen wird. Ein bisschen brauchen wir noch, ein bisschen Wärme wieder. Aber das ist ja schon mal optimal jetzt hier, um ein bisschen anzugrasen. Jetzt kann er noch seine Runde Mesh labern. Und ich hoffe, er verteilt es nicht so sehr. Naja, deswegen machen wir das ja in den alten Boxen, nicht wahr? Hier ist übrigens vom Lehrgang, hey, nicht umschubsen, sag mal, was hängen geblieben? Richtig cool, wenn man das eben, was man selber richtig gut findet, auch bei anderen sieht. Das werden wir jetzt einmal noch schnell zurückschicken die nächsten Tage. Das war nämlich ein Weihnachtsgeschenk, haben wir gehört. Aber es ist halt richtig cool, das auch bei euch zu sehen. Eigentlich muss ich gerade Futter machen, weil Paula, die eigentlich unsere Futterfee, unsere Futterbeauftragte ist, ist gerade bei ihrer Familie. Und dementsprechend muss ich das jetzt noch schnell machen, aber ich gucke mir gerade in Dauerschleife das Training mit Castor heute an und bin einfach überglücklich. Es war so toll. Ich bin auch noch gar nicht fertig mit Reiten, aber ich will gleich noch Chrissy in Ruhe machen, wenn vorne wieder die Pony-Kids einmal weg sind.
Aber es ist so ein geniales Gefühl gewesen heute mit ihm. Und genau das haben wir jetzt wieder gebraucht. Also jetzt nicht, dass es zwischendrin irgendwie jetzt schlecht war oder so. Wir haben ja gerade uns die letzten Wochen und Monate nochmal ganz neu und viel besser kennengelernt und so weiter. Aber gerade wenn es ja jetzt mit Hinblick auf die Saison, auf die Turniere, auf die Außenturniere, ja dann auch auf die wichtigen Prüfungen, auf die man so ein bisschen hinarbeiten möchte, jetzt auf längere Sicht, jetzt alles näher rückt, dann ist es natürlich eine umso wichtigere Bestätigung, dass dann das Training auch dementsprechend gut läuft und man jetzt nicht irgendwie nochmal so einen Einbruch hat. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das lässt mich gerade richtig strahlen, wie ihr seht, weil es hat so eine Leichtigkeit in allem und es war alles so selbstverständlich und er hatte so Bock und baut gerade wieder so gut auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gesagt hatte. Er hatte auf jeden Fall nach einer ganz routinemäßigen, regelmäßigen Zahnbehandlung, die man ja macht, ganz schön Probleme gehabt. Weil ihr wisst ja, Castor ist ja ein sehr fressfreudiges Pferd. Nennen wir das mal so. Und für ihn gab es ja nichts Schlimmeres im Leben, als dann nicht ordentlich fressen zu können. Was ganz normal ist nach einer Zahnbehandlung, dass sich das ja erstmal anders anfühlt und so, das kennt ihr alle. Wir sind ja auch nach dem Zahnarzt erstmal so, gerade wenn eben was gemacht werden muss. Und es hat ihn total gestresst und da hat er echt ganz schön zu tun gehabt, ein paar Tage. Und er ist ja so ein sehr, sehr, sehr sensibles Pferd. Und dann halt so diesen Stress so in sich rein. Naja, gefressen nicht, er konnte ja nicht fressen, das ist ein schlechter Ausdruck, aber er hat sich das halt so in sich rein gekaut. Wie sagt man denn, ohne dass man gefressen sagt? Na, ihr wisst, was ich meine. Und das hat ihn halt total mitgenommen, das Ganze. Aber jetzt hat er wieder aufgebaut, hat immer zusätzlich Heukops und sowas bekommen und dass ich das mal bei dem Pferd machen muss, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das hat ihn jetzt wieder dann gut abgefangen und hat er wirklich jetzt wieder schön auch an Masse aufgebaut und hat gerade eine wirklich gute Figur. Also vorher, jetzt gerade zum Beispiel Riesenbeck, als wir da ja auf Turnier waren, hat er auch schon eine ganz, ganz, ganz tolle Figur gehabt. Ich hoffe, dass er hätte ja immer mal so ein bisschen Schwankungen, dass wir das jetzt gut in den Griff bekommen. Er hat ja nicht umsonst den Spitznamen Moppy, also wer uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger verfolgt und das letzte Jahr ja auch so mitbekommen hat. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber er war halt wirklich sehr dick, sehr, sehr moppelig und das hat natürlich auch alles schwerfälliger gemacht und jetzt gerade ist einfach, irgendwie stimmt gerade alles und ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt dauerhaft genau so halten können, die Form, also die Körperform und die mentale Form und unsere Zusammenform. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Ich habe jetzt euch ja heute Mittag schon gesagt, dass ich gerade turnierplanmäßig ein bisschen strukturiere. Und da wird es bei uns dann so Mitte April dann wieder losgehen. Also mit Castor dann. Und bis dahin machen wir uns fit für die Saison, würde ich sagen. Ich werde auch nochmal gucken. Das werde ich aber zeitlich nicht hinkriegen, glaube ich, dass ich nochmal zu Lars fahre. Vielleicht nach Ostern irgendwie, aber Katrin ist dann auch im Urlaub. Und dementsprechend ist es dann halt auch schwieriger, mal einen Tag weg zu sein. Da muss ich mich natürlich auch hier drauf, also zu Hause drauf konzentrieren, dass da dann alles läuft. Aber kriegen wir alles hin. Mal schauen. So, das hat ja auch gar nicht lang gedauert. Wenn man das öfter macht, also früher habe ich das ja komplett alleine gemacht, zu 90%, dann weiß man halt alles ziemlich aus dem Kopf. Man weiß genau, wo was steht und so weiter. Aber wenn man das eine Zeit lang nicht macht, und ich habe jetzt viele Pferdewechsel auch immer, glaube ich, gar nicht mitgekriegt mit Futter. Also ich mache zwar die Futterpläne und passe das alles an und bin dafür immer hinten, aber so genau dieses Herrichten mache ich halt fast nie gerade. Und dementsprechend hat das echt ewig gedauert gerade. Schnecke wird jetzt meine Unterstützung am Schreibtisch. Alex hat nämlich Besuch. Bleib gleich erstmal kurz hier, warte Mäuschen. Von seinem Cousin. Und die haben sich schon am Programm überlegt, was sie zocken wollen. Und dementsprechend habe ich Zeit, Videos zu schneiden. Ha! Ohne dass mir jemand sagen kann,
Jetzt hör auf zu arbeiten. Ich habe also eh nichts Besseres zu tun. Kann ich jetzt nämlich gleich den Recap des Best of März schon mal anfangen zu sortieren und so weiter. Und vielleicht mache ich aber erst den Vlog schon mal soweit fertig. Mal schauen. So, die Pferde kommen gleich raus. Wir haben einmal überall die Decken abgezogen. Es ist wirklich warm heute. Auf einmal wieder sehr, sehr mild. Und einmal alle Vitalwerte durchgecheckt. Genau. Hallo. Hallo. Und für mich geht es jetzt gleich los mit Chrissy. Ich nehme nämlich gleich einmal schnell mein Turnierputzzeug von hier. Okay, ich fange mit Maya an. Bisschen zu springen, weil da ja gerade der Rest rausgebracht wird. Das ist für Chrissy gerade ein bisschen aufregend. Und da der ganz schön viel Schweif, also Stromschweif hat, muss ich da ordentlich einmal durchkämmen, wenn man sich da jetzt gerade aufregt. Fange ich erst einmal kurz mit Maya an und mache den dann gleich in Ruhe nachher als nächsten. Wir hatten gestern mit Lumpi noch ein paar Sprünge gemacht. Einfach wirklich nur das schnell aufgebaut, die Stangen lagen eh drin. Ja, so als Trabstein gestern noch. Und da baue ich jetzt einmal die Steilsprünge 2 runter zum Warmspringen. Kann den auch sehr gleich nehmen und dann kann man da schon ganz gut ein bisschen was nacheinander reiten. Hatten wir gestern auch mit Lumpi gemacht. Da hatten wir es, glaube ich, so. Wir haben von rechts angefangen, in die Ecke rein, außenrum, aus der Ecke raus. Ochse, Handwechsel. Und dann genauso in die Ecke rein, aus der Ecke raus, außenrum, Ochse. Und dann hat man alles von beiden Seiten einmal so ein bisschen, einfach nur einen kleinen Fluss. Da wir. Ja, hier kommen sie gleich raus, alle. Da wir jetzt nicht nochmal einen riesengroßen Parcours aufbauen wollten, haben wir damit ganz gute Variationsmöglichkeiten geschaffen. Oh ja, Bema hat schon mal noch eine Runde. Aber hier sieht es immer aus, als hätte man irgendwie die Füße vertauscht mit den Glocken. Ja, Melli, alles gut. Aber das hat tatsächlich so eine Richtigkeit, weil sie sich sonst gerne hinten so ein bisschen am Kronrand streift. Und so haben wir das sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Wir haben gerade schnell das Reiten unterbrochen, weil Conny meinte, da kommt ganz, ganz böse gezogen. Und auf dem Ringrand sieht das auch mehr als unfreundlich aus. Deswegen holen wir jetzt einmal schnell die Pferde rein, weil das wird schon ein bisschen doll gleich. Ich hatte Mittag irgendwie nicht so viel Hunger, habe mir deswegen einmal schnell eine Bowl gemacht und jetzt geht weiter hier mit Laptop-Arbeit. Oh, ich glaube, scheiße. Mein Ladekabel ist noch drüben. Katrin packt schon mal den Transporter um und packt noch alles ein. Es geht nämlich jetzt für sie und Lumpi zum Trainingsturnier. Und was macht ihr süßen Schnuffis da? Ich hole noch mein Technikkram und kann dann auf der Fahrt, muss ich mal sauber machen, arbeiten. Das ist noch sehr praktisch. Meine Jacke habe ich noch geholt. Und Jota hat in der Nacht ein gesundes Stutfohlen zur Welt gebracht. Ich glaube, für viele war das gar nicht mehr aktuell, weil wir das, glaube ich, auch gar nicht so riesengroß irgendwie kommuniziert haben. Aber Jota haben wir ja gekauft und stopp, jetzt muss ich erstmal kurz hier den richtigen Pass raussuchen. Den. Und sie ist ja jetzt Zuchtstute. Wir wissen ja, dass sie mit Dila war, schon einen ganz tollen Nachwuchs gebracht hat. Und also Dila war jetzt nicht das erste Fohlen, aber das war ja schon unsere persönliche Bestätigung oder Hoffnung. Und ja, ich muss euch jetzt hier hinschreiben, von welchem Hengst war das jetzt, Figaro? Ich glaube. Aber das Allerwichtigste ist ja aber erstmal, das ist jetzt das. Habt jetzt schon einige Tage sich angekündigt und da haben sie gewartet. Also steht hier bei meinen Schwiegereltern zu Hause und hat jetzt da eben letzte Nacht abgefohlt. Und alles gut gegangen. Da sieht alles sehr, sehr gut aus. Die kleine Graceful trägt sie den Namen. Und ja,
wenn ich da noch mehr News, irgendwie Videos über den Tag bekomme, kann ich euch die mit einblenden. Der Champ versucht hier ein paar Grashalme zwischen dem Moos zu finden. Und die beiden haben sich gerade an fünfter Stelle platziert. Und gleich geht es noch, ich glaube um eins oder so geht's los, nochmal ins L-Springen. Bis dahin entspannen wir jetzt hier ein bisschen. Müssten vielleicht mal selber was frühstücken. Und an allererster Stelle ist aber erstmal die Pferdeversorgung. Und Lumpy ist so unkompliziert in allem, aber gleichzeitig hat er halt richtig Bock. Das merkt man ihm einfach an. Der ist schon immer gewesen und wird es auch immer sein, so eine richtige Rampensau. Also der liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, der liebt es, auch Leistung zu bringen und immer wieder weiter und los. Und das ist so schön, dass er das jetzt an die nächste Generation sozusagen weitergeben kann. Er hat jetzt ein bisschen angefangen zu nieseln. Den kleinen Schatz habe ich immer hochgestellt. Dann kann er hier ein bisschen Heu mümmeln im Trockenen und Kräfte sammeln. Von Wasser wollte er nichts wissen, aber das ist bei Lumpy ganz normal, dass er vom Turnier nicht viel trinkt. Aber kann er jetzt ein bisschen entspannen. Und wir gucken einmal vor Essen. Ich habe Katrin gerade schon mal Parcours abgehen geschickt, weil sie dann in der zweiten Abteilung ist. Aber die erste ist noch nicht losgegangen. Das heißt, sie kann sich schon mal einen Überblick verschaffen. Wir können einmal jetzt vorne gemeinsam wegen Essen gucken, wenn sie was essen will. Mit Aufregung ist das hier aber nicht so einfach. Aber du sammelst Kraft, ja, mein Schatz. Wie krass seid ihr bitte? Ich wollte doch nur durchkommen. Ja, siehst du? Du hast vorhin beim Fertigmachen gesagt, komm, wir gewinnen jetzt. Kannst du das immer sagen? Oh, Lumpy, hier wartet eine extra Portion Mesh auf dich. Kannst du es bitte fressen? Wow. Hallo. Da. Da. Auf dem Boden. Da. Es ist der Wahnsinn. Da. Die Mädels haben für den Champion einmal Heukops und Mesh gemacht, aber so richtig dankend annehmen? Naja, ein bisschen. Ja. Tut das jetzt vielleicht schon. Er ist ja super mäkelig, was Fressen angeht. Da ist er echt schwierig. Ja, es ist okay. Langsam und vorsichtig. Und wir sind richtig ins Unwetter reingefahren. Hier hat es, glaube ich, auch schon einiges runtergeregnet jetzt. Und es gewittert auch. Richtig gut. Naja. Aber schweift man da so noch ab. Ich schwinge mich jetzt noch ganz schnell auf Melli. Die haben mir die Mädels schon fertig gemacht. Denn Melli wird am Wochenende ausziehen. Sie hat eine ganz, ganz, ganz tolle Familie gefunden. Und die holen sie am Wochenende ab. Das heißt, ich reize sie jetzt selber noch einmal kurz, bevor wir dann morgen schön Training machen können. Noch mal ein paar Tage. Ja, ich habe ihn auch gesucht. Der Schrank steht da hinten. Hallo! Ich glaube, Alex hat hier verputzt. Ah ja. Denn die Box wird morgen bezogen. Die sieht vielleicht noch nicht so aus. Wird sie aber. Das fertig streichen, das geht ja mal schnell. Aber wir mussten hier noch einiges. Ich glaube aber, das ist noch nicht ganz fertig, wie es hier aussieht. Verputzen. Und das muss dann noch einmal fertig gemacht werden. Dass wir die Box bereit haben, die brauchen wir nämlich morgen. Ja. Beziehungsweise jetzt übers Wochenende können wir auch noch drüben einmal ausweichen in den Alpenstall. Aber ab Montag ist ja dann wieder Lehrgang. Das heißt, die Boxen brauchen wir dann für den Lehrgang. Also brauchen wir allerspätestens Montag diese Box. Na, guck mal. Ihr seht, das Wetter ist auch wieder besser geworden. Und ich beende jetzt ganz schnell den Vlog. Noch ein paar abschließende Worte. Ich muss nämlich jetzt erstmal schnell raus aus meinen Pferdeklamotten und dann duschen, weil wir uns jetzt für einen ganz spontanen kleinen Teamabend entschieden haben. Nach dem schönen Turniertag oder dem
vor allem erfolgreichen Turniertag für Katrin, haben wir Sushi bestellt und das können wir dann nachher abholen. Sind jetzt aber alle erstmal kurz auch teilweise nach Hause gefahren, duschen und treffen uns dann gleich wieder und machen uns einen schönen Abend, weil die Mädels haben ja ab heute auch wieder Ferien, Osterferien. Und dann lassen wir das Ganze ganz entspannt angehen. Eigentlich wollte ich jetzt am Abend den Vlog schneiden, aber Teamzeit geht jetzt auf jeden Fall vor. Dann muss ich das morgen irgendwie machen. Morgen wird es aber auch definitiv nicht langweilig. Morgen von Melli habe ich euch ja schon erzählt. Kommen auch noch zwei neue Pferde, aber erst am Nachmittag. Und dann muss ich irgendwie über Mittag mit Conny ein Pony von Conny abholen. Und das, ja, geht halt auch nicht anders als jetzt irgendwie am Wochenende. Deswegen kriegen wir das irgendwie über die Bühne. Vielleicht am Sonntag. Vielleicht sollten wir das lieber auf Sonntag schieben. Ich hoffe, ich habe genug Sushi bestellt. Das ist furchtbar, oder? Am Ende hat man wahrscheinlich immer viel zu viel. Das hoffe ich. Aber wir sind noch ein paar Leute. Naja, wird schon keine hungern. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der jetzt wieder ganz schön ausführliche Vlog gefallen hat. Ich glaube, es ist super, sehr viel Material zusammengekommen. Aber ihr wollt ja immer viel Alltag, bekommt ihr bei uns natürlich. Und nach dem letzten etwas chaotischer gestückelten Vlog hat es jetzt wieder alles, hoffe ich, größtenteils Sinn ergeben. Wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Stopp, ich muss jetzt schon mal kurz vorwegnehmen. Es kann sein, dass am Mittwoch kein Video kommt. Da muss ich wirklich gucken, wie ich es schaffe, da ich ja nächste Woche selbst 3 Tage Lehrgang bei uns hier gebe. Das heißt, es wird alles ein bisschen knapp werden. Vielleicht kommt kein Video. Ich gebe mir Mühe.